dem Fall wollten wir einen sogenannten digitalen Kunstraum machen und sie scannen. Wir haben sie dann mit einer Kinect mehrfach umrundet und noch mit Hilfe befreundeter IT-Experten haben wir es dann geschafft, doch überraschend gute 3D-Daten da heraus zu generieren. Und das sind eben auch die Daten, die es heute... nochmal zurück. Na? Und jetzt start. Meine Kamera ein. Ja, so. Genau. Nur damit man es uns auch glaubt, dass wir hier nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Man spürt die Aura. Ist jetzt zusammengeschnitten, hat natürlich länger gedauert. Das Überraschende war, das war an einem Sonntag, es war relativ voll im Museum, wie ihr auch sehen könnt. Es hat aber niemand der Besucher bemerkt, weil die so fixiert waren auf die Nofretete, also selektive Wahrnehmung hat absolut funktioniert. Genau. Das ist das Ergebnis. Da sollte jetzt eigentlich auch nochmal der Torrent-Link drin stehen. Der kommt aber später, glaube ich, nochmal. Den liefern wir nach. Genau. Ja, und wir wurden dann eingeladen zu diesem Projekt, die Ada Nefertiti, den 3D-Druck in das und damit auch die Nofretete zum ersten Mal in Ägypten auszustellen, in Kairo. Und dann haben wir sie hier drucken lassen und brachten sie dann nach Kairo. Das sah dann so aus. Am deutschen Zoll. Da wurde uns tatsächlich auch kurz die Frage gestellt, ob es jetzt hier echt ist. Aber gut. Genau, so sah das dann in Kairo aus. Das war in Downtown, in der Nähe vom Tahrirplatz. Und ganz kurz nur, die Besucher von der Ausstellung, also waren extrem emotional tatsächlich. Die haben ja zum größten Teil zum ersten Mal eine Form der Büste eine Form der Büste gesehen und wirkten fast wie beseelt von dieser Präsenz. Sie ist auch extrem detailliert, man konnte da ja auch nah dran gehen, da ist kein Glas drumherum oder so. Und das, obwohl diese Büste aus Polymerharz besteht. Also ist sie vielleicht dann auch in dem Fall lebendiger als die hinter Panzerglas in Berlin. Und genau, also wenn man dann vor Ort mit den Besuchern oder auch mit anderen Menschen spricht, können sich manche Ägypter gar nicht vorstellen, dass die Nofretete, also sie wissen nicht, dass die Nofretete nicht im Land ist, weil sie sich das auch gar nicht vorstellen können, weil die so ein wichtiger Bestandteil ihrer Kultur ist, dass es die eine Seite und die andere Seite ist, dass viele die Büste aber auch schon vergessen haben. Das hat uns eine Archäologin berichtet, auf die kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Und gut, uns ist jetzt die Nofretete ehrlich gesagt an jeder Ecke aufgefallen, aber das ist dann auch selektive Wahrnehmung oder so Deformation professionell wahrscheinlich. Genau, das hier ist zum Beispiel, wenn man gleich einreist in Ägypten, aber nur für die Non-Egyptian Arrivals. Und auch noch spannend zu diesem Erinnerung und dem Bild an die Nofretete. Dieses Jahr gab es in den sozialen Medien einen riesigen Aufruhr, als die folgende Nofretete-Nachbildung als Skulptur in so einem ägyptischen Ort, Samalut, aufgetaucht war.
Mehrere Meter hoch. Genau, das ist ziemlich groß, die Skulptur, am Ortseingang prominent aufgestellt. Es gab einen riesigen Shitstorm, der damit endete, dass sie, also aus Ägypten und in Ägypten, der damit endete, dass die Skulptur entfernt wurde. Und dann hat sich auch der Bildhauer zu Wort gemeldet. Ja, das war dann immer der Vergleich. Irgendwann hat er sich dann aber auch zu Wort gemeldet und hat gefragt, wie er denn bitte den Kopf der Nofretete nachbilden soll, wenn er noch nie ein Foto, geschweige denn die Büste selbst gesehen hat. Das ist ein weiteres Exemplar, was einem in Ägypten gleich am in der Gepäckhalle des Flughafens begegnet, da im Ankunftsterminal, in einem Stand vom Ministry of Tourism. Also das ist schon ernst gemeint. Ein Trauerspiel und daher hier nochmal jetzt für alle der Taunt. Man muss natürlich sagen, es hat ja auch einen spielerischen Charakter und wenn man, wir sehen natürlich auch, dass die digitalen Daten kein vollwertiger Ersatz für die materielle Kultur sind, also das auratische Artefakt. In Erregung über technologische Neuerungen und die Möglichkeiten kommen da manche auch zu Aussagen wie diesen. Das war irgendwie aus der Time, der Spiegel hat es dann abgeschrieben. Das ist ja natürlich völliger Quatsch. Ja? Genau. Es ist in keiner Weise ein Ersatz und man kann auch keine Restitutionsforderung irgendwie damit sagen, ja, ihr könnt jetzt ja auf unsere Website gehen und euch das dann da angucken. In diese Diskussion wollen wir uns aber auch gar nicht so weit reinbegeben, aber dazu kommen wir nochmal an einer anderen Stelle. Letztendlich können aber doch die Daten dazu genutzt werden, warum wir die auch veröffentlichen. Es ist doch eine Demokratisierung der Deutungshoheit, die es beinhaltet, den sogenannten Besitz darüber zu haben. Hm. Und dieses Zitat muss man auch vor dem Hintergrund betrachten, dass tatsächlich eines der wichtigsten Argumente westlicher Apologeten, also dieser entsprechenden Museen, Institutionen, die Interesse daran haben, aber auch Regierungen, von diesen Machtverhältnissen profitieren, ist auch, dass es ja in den Herkunftsländern sowieso zu unsicher sei. Genau. Ups, sorry. Und da muss man sich natürlich aber auch gleichzeitig die Frage gefallen lassen, wer in den Ländern Stellvertreterkriege führt, wer die Soldaten schickt, wer Waffen schickt. Aber es gibt dazu dann doch einen konstruktiven Vorschlag, der ist neu, von Jean-Luc Martinez, das ist der Direktor des Louvre, nämlich das ist tatsächlich so, ja, Asyl für Kulturgüter. Also dass der Westen jetzt das Kulturerbe der gesamten Welt in Obhut, oder sagen wir der globale Norden, das Kulturerbe der Welt in Obhut nimmt. Komischerweise möchte keiner in den Ländern diese Art von Asyl, dort wäre eher viel Asyl für Menschen gefragt. Und außerdem, wenn man sich auch anschaut, wie es vor mehr als 50 Jahren noch in deutschen Museen nach dem Zweiten Weltkrieg aussah, kann man ja auch die Frage stellen, ob es hier langfristig betrachtet wirklich sicherer ist, aber das nur nebenbei. Und natürlich stimmt es, dass Kulturerbe durch Krieg und Terror zerstört wird, aber das hat eine lange Tradition. Das gab es schon überall, Hindus, Christen, Moslems oder denkt man an die Kulturrevolution Maos. Und dieser Ikonoklasmus wird natürlich auch politisch instrumentalisiert. Und so Paula Diehl ist eine deutsche Politikwissenschaftlerin, hat sich viel mit Symbolismus und Symbolizität dazu auseinandergesetzt und sieht das definitiv als einen Teil politischer Repräsentation. Jetzt gerade, deswegen erzählen wir auch noch mal ein bisschen ausführlicher jetzt darüber, gab es natürlich viele solche Beispiele. Natürlich zeigen wir die Bilder jetzt nicht, darum geht es ja gerade. Hey. Genau, und ja.
Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, aber dazu vielleicht später dann mehr. Und genau. Ja, wir können nochmal zurückgehen zu den zu dem, was wir gemacht haben und zu den Anfängen. Wir haben im Vorfeld unserer der Ausstellung in Ägypten haben wir einige Wochen zuvor ein Video gedreht in der Wüste, was sozusagen den vielleicht zeigen wir es erstmal. Ja. Das Video war angelehnt an Videos, die man auch zuhauf im Netz findet, die von Grabräubern eingestellt werden, um ihre Ware feilzubieten, meist dann auch gleich mit einem Preis dabei oder auf Verhandlungsbasis, und die verkaufen überall hin. Genau, und das Video hat jetzt eben den Fund einer zweiten Nefertiti gezeigt. Genau, wir haben es dann anders lanciert sozusagen, schon als ein solches Video. Dabei haben wir mit der Archäologin Monika Hanna zusammengearbeitet, die eine der führenden Widerstreiterinnen im Kampf gegen illegale Raubgrabung ist in Ägypten als Ägypterin und auch Spokeswoman von der größten oder auch einzigen NGO, die sich dafür einsetzt und dafür stark macht. Unsere Intention dabei war es auch, eben das Verhältnis in Frage zu stellen, welches um das Original der Nefertiti steht und auch um die über 100-jährigen Streitgespräche oder Streitgespräche zwischen Deutschland und Ägypten, und die Frage zu stellen, was würde passieren, wenn wirklich eine zweite gefunden wurde. Und dankenswerterweise wurde das dann auch, nachdem Monika Hanna das in die sozialen Medien gestreut hat, auch von der größten ägyptischen Tageszeitung aufgegriffen. Und es entstand eine Diskussion. Wenige Stunden danach hat ein Angestellter des Museums für Antiquities das gleich dementiert und hat gesagt, das kann nur ein Fake sein, aber die Diskussion war schon am Laufen. Und es ging sozusagen darum, auch die Vorstellungsräume auch zu befruchten und zu sehen, was wäre wenn und was könnte denn noch alles passieren, wenn es so wäre. Also wäre dann die wirkliche Nefertiti nichts mehr wert? Was für einen Versicherungswert hat die? Ich glaube 400 Millionen 400, ja. Euro. Vielleicht wäre es dann genau die Hälfte, wenn es zwei gibt. Dann, oder, genau. Wichtig ist vielleicht auch nochmal, warum wir jetzt auf dieses Thema Raubgrabung eingehen werden. Das ist gleich nach Waffen- und Drogenhandel ist der illegale Handel mit Antiquitäten an der dritten Stelle mit einem Volumen von mehr als 6 Milliarden Euro, schätzt es die UNESCO. Können wir dann vielleicht verdoppeln. Und der Absatzmarkt davon ist natürlich im globalen Norden, auch direkt hier vor unserer Tür, wobei es in München tatsächlich mehr Auktionshäuser für Antiken gibt als hier in Hamburg. Und genau, die werden auch Blood Antiquities deswegen genannt. Und überall, also Irak, Syrien, aber auch Ägypten, alle Länder, wo es diese Art von Antiquitäten gibt, sind natürlich betroffen. Und eine der schwerwiegendsten Folgen davon ist auch die Finanzierung von Daesh und Terror.
Und das ist jetzt inzwischen auch offiziell nachgewiesen von der UNESCO, war aber eigentlich schon länger bekannt, weil sie unzählige Artefakte zum Beispiel in verlassenen Lagern von Daesh im Irak aufgefunden haben. Und diese Artefakte verschwinden dann ohne rechtliche Konsequenzen bei uns hier in privaten Sammlungen oder Museen. Genau, es sind dann regelrechte Mondlandschaften, die dann, so sieht das ungefähr aus, die dann übrig bleiben. Das sind hunderttausende Objekte pro Land. Und was hat das für Auswirkungen auf Kulturen, wenn der ganze physische Kulturspeicher verloren geht und außer Landes geschafft wird? Und letztes Jahr hat die Archäologin oder einige einen Zusammenschluss von einem Netzwerk von Archäologen in Ägypten an dem Beispiel vor dem Cultural Property Advisory Committee der USA, das direkt an den Präsidenten berichtet, ein paar Sachen vorgetragen. Dazu möchte ich mal kleine Facts zitieren, die leider noch zu unbekannt sind. Und das nur in Ägypten, was ja kein fragiler Staat oder Kriegsgebiet ist. Das Fatale daran ist, dass diese Objekte teilweise zerstört werden. Wenn sie einmal entnommen sind aus dem archäologischen Kontext, kann man das nicht mehr zuordnen. Wenn der Kontext fehlt, dann geht einfach Geschichte verloren. Und tatsächlich graben auch einige Ägypter, also Locals natürlich selbst. Gut, die Armut ist auch groß. Aber überall berichten Augenzeugen eben von bewaffneten Banden, die im großen Stil dann auch mit Bulldozern auf die Städten fahren, auf der Suche. Und natürlich mit einem Bulldozer, das sieht man hier so ein bisschen, wird auch viel zerstört. Und teilweise gibt es da dann auch Auseinandersetzungen, dass Sicherheitsleute von diesen Städten erschossen werden. Leider werden immer wieder Jugendliche oder Kinder angeheuert, weil Erwachsene nicht in diese provisorischen Schächte passen. Die ersticken dann, wenn Schächte kollabieren. Zum Beispiel in dem Ort Abu Zir al-Malek, der ist nur 80 Kilometer von Kairo entfernt, waren es alleine da in den letzten 3 Jahren ungefähr 20 Kinder. Das ist so ein Fakt. Und diese Objekte werden jetzt im Fall von Ägypten dann durch Häfen im Golf oder Tel Aviv rund um den globalen Norden verteilt. Und verkauft wird dann überall, eigentlich in allen großen Auktionshäusern, Sotheby's, Christie's, auch in kleinen, auch in Deutschland überall und auch frei zugänglich von überall auf eBay. Sieht dann so aus, das ist jetzt so ein kleiner Fund, einen gut erhaltenen Sarkophag kann man schon mal 250.000 Euro erzielen, andere Objekte erzielen auch mehrere Millionen Euro. Aber die gute Nachricht dabei ist, dass es jetzt, es gibt ja Interpol und die haben eine Spezialeinheit, die sich auch nur um illegale Antiquitäten kümmert. Also gut, es sind 2 Beamte und ein Datenadmin, die das von Interpol. Aber aus Deutschland gibt es Unterstützung von 3 weiteren Beamten. Okay, aber dann gibt es eine gute Nachricht, weil es gibt die UNESCO-Konvention, den Act on the Return of Cultural Property von dem Jahr 1970, den wir dann auch 2007 als Deutschland unterschrieben haben oder ratifiziert. Und durch diese Konvention könnt ihr mal schätzen, wie viele Objekte aufgefunden und zurückgegeben wurden. Ungefähr. Ja, ihr seid ganz gut. Also ich stille, nehme ich an, ist 0. Genau. Genau. Richtig geschätzt. Und genau, kann man auch alles wunderbar nachlesen in einem Konferenzbericht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der heißt Kulturgut in Gefahr. Ach so. Ups, das ist ein falsches Slide, das ist, glaube ich, mein Fehler. Die verkaufen aber auch im Internet, genau. Aber für mehr. Und Repliken natürlich. Ja. Aber wir waren ja bei Sanktionen und ja, Konventionen, genau. Es gibt ja eine wirksamere Konvention, UNIDROIT, über gestohlene Kulturgüter von 1995. Aber das haben wir als Deutschland nicht ratifiziert, das würde dem Kunstmarkt auch nicht gefallen. Genau. Das genau, nochmal zu dem Video, aber eigentlich habe ich da das schon vorweggenommen und davor schon erzählt. Genau, nochmal ganz kurz die Twitter-Meldung, die da rauskam, haben wir mitgebracht. Ja. Genau, das war der Sprecher von diesem Ministerium für Antiquities, der dementiert hat. Und genau. Vielleicht wichtig dabei ist, dass
wir mit dieser Intervention mit Yadav Nefertiti eben nicht mehr über die Frage der Restitution und Rückgabeforderung von soll sie jetzt hierhin oder dahin sprechen wollen, weil das jetzt seit 100 Jahren nirgendwo hingeführt hat, sondern ja, neue Versuche, und damit haben Digitalisate natürlich auch was zu tun. Und jetzt wurde uns in Ägypten gerade erzählt, dass es gibt einen Neubau des Museums in Amarna. Das ist der Ort, wo auch die Nofretete-Büste gefunden wurde. Das wollte Deutschland zu einem beträchtlichen Teil mitfinanzieren. Dann hat aber der Kurator des Museums erzählt, dass er eine leere Vitrine zum Gedenken an die abwesende Nofretete aufstellen wollte. Dann wurde die Finanzierung aus Deutschland zurückgezogen und bis heute ist das Museum nicht vollständig finanziert und gebaut. Aber dafür bleibt unsere Installation, die Yadav Nefertiti, also diese leere schwarze Box, die ihr gesehen habt, in Ägypten und wird dann permanent in der American University ausgestellt. Und genau, das finden wir schön. Ja, das war's auch schon. Danke. Danke. Super, vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Talk. Ihr habt uns jetzt ein kleines Geschenk gemacht. Wir haben jetzt noch 25 Minuten Zeit, wenn ich richtig sehe, für Fragen und Antworten. Das heißt, ask away. Wir haben jede Menge Saalmikrofone. Wenn ihr Fragen habt, würde ich euch bitten, euch zu einem dieser vier Mikrofone zu bewegen und dann Fragen zu stellen. Aber ich würde anfangen mit einer Frage aus dem Internet. Ja, eine Frage aus dem Internet war gleich, wie hoch ist das Original der Nofretete? In welcher Maßeinheit? Ich glaube, wir nehmen alle gängigen Zentimeter. Zentimeter? Schätzungsweise 40. Aber man kann die 3D-Karten skalieren. Also man kann die ausdrucken in der Größe, wie man will. Von ganz klein bis ganz groß. Zielt darauf die Frage. Können wir aber herausfinden. Ich nehme an, das war ja der Grund der Frage. Die Anmerkung dazu war, der Drucker wird wahrscheinlich zu klein sein. Ja, der Bauraum. Wir haben unsere auch in vier Teilen drucken müssen. Also. Ja. Okay, dann eine Frage von hier und nochmal die Erinnerung, wenn ihr Fragen habt, stellt euch an die Saalmikrofone. Bitte schön. Das ist ein bisschen eher eine Anmerkung. Geh mal bitte ganz nah ans Mikrofon. Ich versuche. Ich habe ein bisschen Probleme mit dem Vortrag, weil natürlich gibt es in den Museen in Deutschland und international ganz große Debatten darüber. Ja. Was mit diesen Objekten zu tun ist. Also ihr habt jetzt so getan, als gäbe es diese Debatten nicht. Debatten gibt es. Ihr könntet mit sowas natürlich sofort auch zu Herrn Parzinger, der ist ja selbst Archäologe. Bei solchen Leuten rennt ihr mit solchen Bedenken auch offene Türen ein. Also die Debatten werden geführt. Das Problem ist auch ein bisschen, da wird viel Nationalismus und Kultur vermischt, weil der Durchschnittsägypter heutzutage ist ja nicht näher am Pharao als ich. Und das Problem überhaupt der Kulturbewahrung ist ja Archäologie generell. Also was passiert, wenn ich ein Objekt aus dem Boden hole? So was. Und ich meine, dieses Bild oder diese Geschichten von den Leuten im viktorianischen England, die dann Mumien ausgewickelt haben, das ist ja, die Wester sind so schlimm. Zur gleichen Zeit wurde im nicht kolonialisierten Ägypten, was damals noch zum Osmanischen Königreich gehört, Königreich gehörte, da wurden Lokomotiven mit Mumien befeuert. Also ich meine, das war damals einfach ein ganz anderer Umgang mit dieser Form der Kultur. Und das ist ein bisschen, das ist alles so vermischt, weil ich finde, dass ihr lasst euch da auch so auf diesen Hype der Nofretete dann wiederum ein. Das ist ein Objekt von vielen, weil es alleine steht, fotografiert es jeder. Das ist so ein bisschen, ich finde das etwas sehr schwammig, was ihr da gemacht habt. Magst du auch noch eine Frage stellen oder ist das? Nee, das war eine Anmerkung. Okay, also. Wollt ihr dazu was sagen? Ja, da würden auch gerne noch eine kurze Anmerkung. Es sind ja viele Punkte, die du angesprochen hast. Also, dass wir jetzt gar nicht darüber, es gibt einen riesigen Diskurs über in Deutschland, also und in ganz Europa sicherlich, über die Fragestellung, wie man jetzt mit solchen historischen Sammlungen umgeht, also ethnografische Sammlungen, antike Sammlungen, das ist richtig. Wir haben jetzt nicht so viel Zeit gehabt, wir haben nur vom Weltkulturenmuseum in Frankfurt, was auch immer als eines der herausragenden Beispiele genannt wird, was aber auch wiederum ironisch ist, wenn man dann vor allem die kritische Rezeption bei den Archäologen und Kunsthistorikern dazu betrachtet, dass es vielleicht ja eben
kein, also es wird als fortschrittliches Beispiel oft gezeigt, aber genauso wieder von vielen hinterfragt. Also, und so viele große Beispiele, weitere in Deutschland, also haben wir jetzt nicht gefunden. Oder ja, und alleine diese Debatte um das Humboldt-Forum zum Beispiel, was gerade in Berlin gebaut wird, in dem Preußenschloss, was neu errichtet wird, also die Sammlung, wo die Sammlung aus Dahlem gezeigt werden soll. Ich weiß nicht, das haben vielleicht auch einige von euch mitgekriegt. Also darüber gibt es eine lebhafte Debatte, definitiv. Aber unter dem Strich ist zumindest das, die Bottomline, die wir da rauslesen, ist, dass es eben kein Konzept bis heute gibt, wie mit dieser Sammlung umgegangen werden soll. Also auch die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat jetzt nicht irgendwie die Lösung dafür bislang vorgelegt. Und genau, also es ist eher natürlich ein offener Prozess, ganz, ganz bestimmt. Und warum wir zum Beispiel jetzt nicht dahin gegangen sind und vor Ort angefragt haben, ob wir zusammenarbeiten wollen, den Teil haben wir jetzt auch mal rausgelassen. Das wollten wir eigentlich, darüber wollten wir auch sprechen, weil diese Beauftragte, es ist dann eine kooperative Kritikalität. Also wenn man zu einer Institution Kritik auch eingeladen wird, das ist gerade für zeitgenössische Künstler ganz schwierig. Also das ist nur für manche Künstler eine Option, für uns in diesem Fall war es keine, gerade weil wir hier von den Daten sprechen, die es seit über 5 Jahren liegen die vor und seitdem wurden die nicht veröffentlicht. Also wir haben gedacht, warum sollen wir da jetzt hingehen und irgendwie das Museum dazu bringen, sie zu veröffentlichen, wenn das so lange nicht passiert ist. Also ja, ich würde auch noch kurz darauf eingehen, weil ich glaube, es stellt sich auch die Frage nach der eigenen Rolle, die man da einnimmt. Also, dass es diesen Diskurs gibt, absolut. Den verfolge ich auch in nach meinen Möglichkeiten. Ich bin kein Wissenschaftler und sehe mich auch nicht als jemand, der diesen Diskurs fortführt auf der wissenschaftlichen Ebene, sondern es geht ja, wo es für mich interessant ist, wo kann man an diesen Diskurs anknüpfen und den auf woanders hinbringen, also den Diskurs etwas konkret werden lassen. Und der Fakt mit den Eisenbahn, dass sie befeuert werden, die Dampfkessel da, der ist neu für mich, finde ich interessant, müssen wir dann nachlesen, ist ja dann auch wieder, wer hat die Eisenbahn dahin gebracht? Also diese Diskussion, es wird ja auch, das ist ja ein redundanter, also wie der Streit um die Rückführung, das bringt, also wo soll das hinführen? Da wird sich nichts bewegen, auf dieser Ebene wird sich nichts bewegen. Interessanter ist doch, wo man an die Grenzen stößt, wo kann ich, warum veröffentliche ich jetzt nicht einfach die Daten? 2003 hat das Kulturstiftung Preußischer Kulturbesitz, Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Selbstverpflichtung veröffentlicht und unterzeichnet, Digitalisate zur Verfügung zu stellen. Wir haben 2015, also es wird Zeit, den mal unter die Arme zu greifen. Sehr gut, vielen Dank. Wir haben noch eine weitere Frage aus dem Internet. Ja, das Internet ist voller Fragen und zwar in dem Fall jetzt technischer Natur. Ihr habt das ganz kurz in eurem Vortrag skizziert, wie ihr das gemacht habt, aber könnt ihr noch einmal detailliert, vielleicht eventuell habt ihr auch Baupläne für eure Aufbau mit der Kinect, woran war die angeschlossen und wie hat das genau stattgefunden? Hm. Dazu ist am allereinfachsten, wir werden jetzt in den nächsten Tagen in einem Online-Medium wahrscheinlich dazu etwas Detaillierteres veröffentlichen und vielleicht können wir den Link dann auch irgendwie bei euch zur Verfügung stellen, dass man das oder einfach dann eben über Suchmaschinen finden, das werden wir dann da im Detail sagen. Vor allem war der Prozess eben auch daraus, diese hochwertigen Daten zu generieren, war extrem aufwendig und da hatten wir Unterstützung, das haben wir nicht selbst gemacht. Geteilte Autorenschaft sozusagen. Ihr werdet das sicher auch auf eurer Seite veröffentlichen, oder? Da werden die Leute es dann auch finden können. Ja, genau. Genau, alles klar. Dann bitte eine Frage von diesem Mikro. Ja, also ich bin selbst Mittelalterarchäologe, ich habe mich selber den Vortrag gefreut. Und also ich habe zwei Fragen. Die eine Frage zielte aber auch in die Richtung zu den technischen Sachen, nämlich, dass ich nicht genau verstanden habe, wie ihr es gemacht habt. Also funktioniert es so mit Video und SFM oder also diese Structure for Motion oder ist es Laser? Naja, müsst ihr ja nichts dazu
sagen. Das andere war, gibt es jetzt bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz schon Vorsichtsmaßnahmen gegen erneuten digitalen Kunstraub? Also wird man durchsucht, ob man irgendwelche Kameras mit sich führt oder sonst irgendwas? Oder gibt es eine Reaktion? Also was ist da passiert? Also das mit den Vorsichtsmaßnahmen, am besten die mal selber fragen, das wissen wir jetzt auch noch nicht. Wir haben es jetzt nicht nochmal probiert, ist möglich. Dazu aber finde ich auch ganz interessant zu sagen, zum Beispiel das British Museum, also apropos kritische Praxis von Museen oder selbstkritische Praxis, die haben vergangenes Jahr einen Scannathon gemacht, also jeden öffentlich eingeladen, in ihr Museum zu kommen und die Artefakte einzuscannen, auch weil sie so das crowdsourcen konnten, einfach weil es ja ein Riesenaufwand ist. Auf jeden Fall. Solche Möglichkeiten gibt es, das ist auch ein öffentliches Museum, quasi das Äquivalent zu der SPK. Wir gehen davon aus, dass das irgendwann auch hier mal gemacht wird. Ja. Okay, dann bitte eine Frage von dem Mikro. Also ich glaube ja, dass der Bildhauer mehr als 70 Jahre tot sein wird. Also insofern sind wohl die Daten auch in the public domain eigentlich verfügbar. Trotzdem würde mich interessieren, ob das da auch eine rechtliche Komponente gibt. Also ich weiß das Museum, dass die Bildkomposition als solches geschützt ist, aber wie sieht es hier aus und wie wäre das jetzt, wenn ich, was weiß ich, im Wikinger Museum jetzt einfach mal das Schiff abscannen möchte? Also wir sehen es so wie du, das steht unter einer Public Domain und unter der werden auch die Daten veröffentlicht. Gut, eine Frage von dem Mikro bitte. Mich würde interessieren, was für rechtliche Schritte konkret, ob irgendwelche rechtlichen Schritte gegen euch eingeleitet wurden in dieser Veröffentlichung und vom Künstlerischen her, was ihr neben der Dokumentation von diesem Projekt neben der Dokumentation und Veröffentlichung von den Daten noch weiter plant an Ausstellungen oder anderen Aktionen jetzt in einem künstlerischen Kontext. Das war die erste Frage. Ob es rechtliche Konsequenzen gab? Also es gab keine rechtlichen Konsequenzen bis jetzt. Die hätten ja auch recht schnell passieren müssen, weil wir jetzt gerade ja die tatsächlich erst veröffentlicht haben. Wir haben das ja auch angekündigt, dass wir die Daten veröffentlichen, vor 3 Wochen in einem Artikel im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Also das war quasi auch öffentlich, dass wir das machen. Und da hat sich bislang auch keiner dazu bei uns gemeldet. Und wir gehen auch nicht davon aus, dass das passiert. Es gab eine Woche später einen Artikel der SPK genau zu dem Thema auf welt.de. Wie heißt der? Auch montags geöffnet. Könnt ihr euch angucken, ganz interessant. Aber ja, da wurde nichts zur konkreten Veröffentlichen von Daten gesagt. Ja. Ja, da drin hat Patzinger verlautbaren lassen, dass Kulturschützer und Kulturschaffende ja im Grunde einer Meinung sind und wir alle wollen, dass die Daten an die Öffentlichkeit gehen. Ich sehe da auch keine Grundlage für rechtliche Schritte einzuleiten. Der Fairness halber muss man auch sagen, dass wir 2 wunderbare juristische Berater im Hintergrund hatten und haben. Und also das haben wir uns jetzt auch, also es hat, genau. Und die zweite Frage, über Sachen zu sprechen, die noch nicht passiert sind, aber es sind natürlich viele Ideen in der, und wir fangen jetzt sozusagen auch erst bis auf diesen 3D-Druck an, mit dem Material, was da entstanden ist, zu spielen, weil jetzt doch viel auch diese Hin- und Herreiserei und so. Ich könnte mir super einen Pop-Up-Store am Eingang des des Museums vorstellen, wo man vielleicht 10% dann oder alles muss raus. Ja. Und genau, was als künstlerische Produktion auf jeden Fall natürlich dabei herauskommt, was jetzt aber auch zum Beispiel noch nicht ganz fertig ist, ist eine Videoarbeit, die wir am Ende gemacht haben, aber deswegen können wir dann noch nicht so wirklich drüber sprechen, bevor es nicht fertig ist. Ja. Auch auf unseren Webseiten dann, bald. Okay, ihr dürft wir sind also ja noch live sein, im Prozess quasi, ja. Das ist ja Teil der Intervention. Die nächste Frage bitte. Es hat sich angehört, als wäre die Idee, dass man die Kunstsache zurückgeben sollte. Wie weit geht man damit? Das ist jetzt Ägypten, China oder
alles, was man jetzt hier im Europa im Museum hat, aber wir haben ja auch ganz viele Wertsachen, Rubine, Diamanten, Gold. Und wie weit geht ihr mit der Idee, um alles zurückzugeben? Genau, das ist eine gute Frage. Also die Frage der Restitution betrifft das ja. Also da haben wir, da wollten wir keine Aussage treffen, ob jetzt hier oder da. Und zwar aus dem Grund, weil das bislang immer in dieser Logik verhaftet bleibt und man immer Argumente findet, warum hier und da. Und weil das eben auf einem nationalen Diskurs basiert, wo das hingehört. Also wichtiger fanden wir dann eben die Frage der Zugänglichmachung oder eben auch, wie man das intellektuell auch teilen kann, also und auch die Frage, wie man diese Objekte präsentiert, also ob das jetzt unser Besitz ist oder wie man damit umgeht, also das, weil es gibt eben immer nur das eine Original, im Analogen zumindest, und ja, da gibt es gibt sicherlich in dem Diskurs auch sehr radikale Forderungen, nämlich dass solche Museen geschlossen werden müssen und die Objekte alle zurückgebracht werden. Das hat auch unser Kurator in Simon Jami in Berlin mal ja, öffentlich gesagt auf einem Talk, und da gibt es ganz viele andere, die das auch so sehen, und genauso findet man umgekehrt die Meinung. Also, aber wir möchten eigentlich nicht darauf eingehen und sagen, das oder das ist richtig. Also ja, ich würde noch ergänzen, also mit den Restitutionen ist es ja so, es wird ständig drüber geredet, aber es geht einfach de facto nichts zurück. Und also ich meine, das ist ja keine Praxis. Also das ist wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das ist redundant. Also keiner redet davon. Also es ist ja ein Beispiel, das Tropenmuseum in Amsterdam, und da entsteht wenigstens Austausch, da geht auch mal was zurück. Und es ist ja nicht so, dass jetzt deren Lagerhallen leer sind. Also diese Angst davor, dass irgendwie die Fälle wegschwimmen, das ist ja fast wie eine Autoimmunerkrankung, die dann an die eigenen Sachen so einlagern, dass sie totgeschützt werden. So. Und da ist die Frage halt, was verliert man da dran, wenn man etwas austauscht? Also wenn da... Es ist aber mehr auf einer gedanklichen Ebene, dass man sich da also das ist der erste etwas Schritt. Entspannt über das Verhältnis und dann Taten folgen lässt. Und es gibt auch auf jeden Fall andere konstruktive Konzepte, die vorgeschlagen werden von, sagen wir mal, Profis, die sich aus ethnografischen Sammlungen, die sich lange damit beschäftigen. Zum Beispiel, dass man auch die Gewinne, die damit gemacht werden, de facto, die ja wirklich gemacht werden, auch teilt mit den Herkunftsländern, oder dass man anstelle des eben hier weiterhin auszubauen, riesige, also sehr personalintensive Institutionen baut, gibt es den Vorschlag, dass man anstattdessen doch in den Herkunftsländern selber solche Museen aufbaut. Und man muss ja heute dann auch sagen, dass jeder, der eben diese Artefakte zum Beispiel aus dem alten Ägypten sehen will, könnte nach Ägypten, wenn es da die Lage erlaubt, aus Deutschland. Umgekehrt können nicht so viele Ägypter nach Deutschland kommen, wie man gesehen hat. Gut, vielen Dank. Wir haben noch gut 5 Minuten, würde ich sagen. Sind noch Fragen? Gibt es noch Fragen aus dem Internet vielleicht? Das Internet schweigt, hüllt sich in Schweigen. Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit für die vielen Fragen genommen habt. Ah, du hast auch noch eine Frage. Na komm, eine allerletzte Frage. Ja, na, ich wollte fragen, wieso stellt sich nicht die Frage, ob wir als westliche Kultur die Rolle aufgeben müssen, die Weltpolizei zu sein? Die Diskussion ähnelt sich ein bisschen relativ ähnlich zu den Urwahlen in Südamerika, dass zum Beispiel vor 10 Jahren gab es in den Lehrbüchern, dass die USA Verantwortung übernehmen muss, also das heißt die Kontrolle übernehmen muss über die Urwälder, die abgerottet werden, aber de facto sind weltweit keine Gesetze dagegen. Das ist nun meine Frage, ist, wieso stellen wir nicht in Frage, sollen wir weiter diese Weltpolizei für die Kulturgüter weiter erfüllen, oder sollen wir es globalisieren auf alle anderen Länder, die auch betroffen sind? Wie soll das sich nicht die Frage? Ja, ich meine... Aber nochmal, was sollen wir globalisieren? Also bis jetzt ist die westliche Darstellung, dass wir die Weltpolizei für die Kulturgüter, für die Umwelt und so weiter, also die westlichen Länder bestimmen, was ist gut, was ist schlecht. Wir dürfen es, was du jetzt schon erwähnt hast, wir dürfen die Kultur, eine der Argumente ist, man darf nicht die Kulturgüter zurückgeben, weil sonst werden die zerstört. Wir sind die Weltpolizei.
Das ist eine Feststellung, das ist nicht nur im Kulturbereich, sondern in anderen Bereichen auch so. Also diese Kolonialdenken, die immer noch gilt. Die Frage ist nur, wieso stellen wir das nicht in Frage? Sollen wir es weiter das vertreten, sondern weiter jetzt globalisieren, im Sinne, dass okay, das gehört zu allen anderen Ländern auch. Mhm. Ja, ja, kann man dazu eigentlich nur sagen, aber wir haben ja auch gesagt, es gibt ja Vorschläge, also das Gegenteil von dem, was du sagst, ist ja zum Beispiel Asyl für Kulturgüter, was jetzt vorgeschlagen wurde. Und andererseits wäre es ein leichtes, in Deutschland und Europa und wo auch immer, auf den Märkten im Norden, diesen illegalen Markt mit Gesetzen zu unterbinden, nämlich dass es strafbar wird, solche Antiken zu kaufen. Somit gibt es dann keine Nachfrage mehr. Also das wäre ja zum Beispiel eine Möglichkeit, die wir hier hätten. Und, aber es fehlt halt der politische Wille. Es ist, ja, offensichtlich. Gut, ganz vielen herzlichen Dank für eure vielen Fragen. Vielen Dank auch, dass ihr gekommen seid heute zum ersten Talk. Und ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken und bitte um einen warmen Applaus für unsere Speaker Nelis El-Badri. Danke.